Rottenmeier fuhr zu ihrer kranken Schwester und Heidi überredete Dete und Sebastian, einen Ausflug in den Park zu machen. Sebastian gestand Dete endlich seine Liebe und machte ihr einen Heiratsantrag. Willst du meine Frau werden? Währenddessen entdeckte Heidi ein krankes Ziegenjunges, um das sich niemand kümmerte. Mit Rudis Hilfe holten sie das Junge aus dem Gehege, um es zu Hause gesund zu pflegen. Als Dete die Ziege entdeckte, machte sie Heidi klar, dass das Kleine nur eine Nacht bleiben kann. Schon viel besser als gestern. Die Kleine braucht nur ihre Milch und Ruhe. Und jetzt wird sie bestimmt wieder ganz gesund werden. Ja, das hat dir geschmeckt, oder? Was hast du denn, Dete? Das war keine gute Idee. Stell dir nur vor, wenn Fräulein Rottenmeier davon erfahren würde. Das wird sie nicht. Sie kommt frühestens morgen zurück. Bis dahin ist die Ziege längst weg und wir haben Zeit, das Haus zu putzen. Na du? Oh, du bist aber lieb. Ich bin froh, dass sie wieder bei Kräften ist. Vielleicht können wir ja heute mit ihr spazieren gehen. Nein, Heidi, das weißt du doch. Wir müssen sie in den Park zurückbringen. Ja, das weiß ich. Aber könnten wir sie nicht noch ein paar Stunden behalten? Nur bis zum Nachmittag. Je früher, desto besser, Fräulein Heidi. Wir sollten nicht riskieren, dass der Park auf sie wütend wird, weil eine Ziege im Gehege fehlt. Ich glaube, ihm ist noch gar nicht aufgefallen, dass es eine weniger ist. Kommt jetzt. Wir müssen sie aus dem Haus schaffen. Hey, hier geblieben. Nicht, Sebastian, du machst dir Angst. Zurück! Bleib sofort stehen! So klein und schon so wild! Fräulein! Rottenmeier? Grundgütiger! Ist das denn die Möglichkeit? Was macht diese Ziege in unserem Haus? Tschi! Habt ihr sie? Fräulein Rottenmeier, Sie sind ja schon wieder da. Tschi! Meine Nase, ich kriege kaum Luft. Schafft sie raus! Wie geht es Ihrer Schwester? Ist sie wieder gesund? Ja, es geht ihr wesentlich besser. Deshalb bin ich ja auch früher zurück. Tschi! Schaff sie raus! Sofort, Fräulein. Und jetzt, da diese Ziege dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist, würdet ihr mir freundlicherweise erklären, was sie hier im Haus zu suchen hatte? Wir haben versucht, ihr zu helfen. Sie war nur über Nacht hier und wir wollten sie eben in den Park zurückbringen. Sieht dieses Haus etwa aus wie ein Ziegenasyl? Und müssen wir wirklich jeder jämmerlichen Kreatur in dieser Stadt zu Hilfe eilen, egal ob groß oder klein? Nein, Fräulein. Es ist nicht Tante Detes Schuld, Fräulein. Ich habe die Ziege mitgebracht. Wie sollte mich das noch überraschen? Du kommst ja ständig auf solche Ideen, nicht wahr, Adelheid? Aber ich hatte doch keine andere Wahl. Die kleine Ziege brauchte ihre Milch, sonst wäre sie gestorben. Und sie hat doch nichts kaputt gemacht. Ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist. Oh, du willst wissen, was daran schlimm ist, junges Fräulein? Ich werde es dir sagen. Tiere gehören nicht in ein gepflegtes Haus wie dieses. Du lässt mir keine andere Wahl. Dein empörendes und freches Benehmen muss bestraft werden. Man kann ihnen ja sowieso nie etwas recht machen. Was hast du gesagt, Adelheid? Es stimmt, Fräulein. Man kann ihnen einfach nichts recht machen. Wir dürfen nicht schaukeln und nicht so laut spielen, keine Haustiere besitzen, nicht einmal lachen. Wir haben der kleinen Ziege das Leben gerettet. Warum soll das etwas Schlechtes sein? Fräulein Rottenmeier, wir hätten das nicht tun dürfen. Aber es war zu einem guten Zweck. Und Heidi hat recht. Im Haus ist überhaupt nichts kaputt gegangen, also... Siehst du, was fehlende Disziplin anrichtet? Sogar Clara glaubt schon, es wäre ganz normal, wilden Tieren Obdach zu gewähren. Tja, ich schätze, das erleichtert meine Entscheidung. Welche Entscheidung, Fräulein?
Die Adelsfamilie, für die meine Schwester arbeitet, sucht eine Erzieherin für ihre Tochter. Jetzt, da Heidi bei dir ist, dachte ich, es wäre ein guter Zeitpunkt, um zu gehen. Aber nein, sie können doch nicht einfach gehen. Keine Sorge, Clara. Du weißt inzwischen alles, was eine junge Dame wissen sollte. Und es gibt auch noch andere Erzieherinnen. Jemand, der mit dem Benehmen besser umgehen kann, das hier neuerdings an den Tag gelegt wird. Ich werde heute an deinen Vater schreiben und ihn informieren. Bis er einen Ersatz für mich gefunden hat, bleibe ich natürlich noch bei dir. Gut, jetzt erledigt eure Hausaufgaben, damit ich sie später korrigieren kann. Fräulein? Adelheid? Gehen Sie meinetwegen? Natürlich nicht, Heidi. Nicht glauben, dass sie uns wirklich verlassen will. Ich werde bei dir sein. Vielleicht haben wir mehr Spaß, wenn sie weg ist. Aber ich kenne Fräulein Rottenmeier von klein auf. Sie war immer für mich da und hat für mich gesorgt, fast wie eine Mutter. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Es wird alles wieder gut, Clara. Und vielleicht können wir dafür sorgen, dass sie ihre Meinung ändert. Glaubst du? Wie denn? Na, indem wir ihr zeigen, dass wir uns wie richtige junge Damen benehmen können. Liebes, wie fühlst du dich? Es geht mir gut, Fräulein. Ich schätze, ich bin dir noch eine Erklärung schuldig. Ich gehe dann lieber in mein Zimmer, Fräulein. Nein, bitte bleib hier, Adelheid. Du sollst es auch hören, es betrifft euch beide. Mir ist aufgefallen, wie sehr ihr euch heute bemüht habt, mir zu zeigen, wie gut ihr euch benehmen könnt. Das mit der kleinen Ziege tut mir sehr leid, Fräulein. Es kommt nie wieder vor, das schwöre ich. Ich werde Ihnen bestimmt keinen Ärger mehr machen. Vielen Dank, Adelheid. Aber ich glaube, ich sollte gehen und ein anderes kleines Mädchen zu einer jungen Dame erziehen. Ich kann das gute Angebot, das mir diese Familie gemacht hat, einfach nicht ablehnen. Und meine Schwester arbeitet auch dort. Sie ist meine einzige Verwandte. Ich hätte die Möglichkeit, immer mit ihr zusammen zu sein. Verstehst du das? Aber Sie dürfen nicht gehen, Fräulein. Nun wein doch nicht, Liebes. Ich weiß, dass es schwer für dich ist. Aber bald hast du eine neue Erzieherin. Sie wird dir ganz sicher gefallen. Und vergiss nicht deine Freundin Adelheid. Ich bin sicher, sie kann dir darüber hinweghelfen. Wenn sie nicht bei dir wäre, würde ich dich nicht allein lassen. Verstehst du? Ich sollte jetzt besser meinen Brief an Herrn Sesemann schreiben. Und ihr legt euch bitte recht bald schlafen. Alleine sein. Gute Nacht, Clara. Thank you.
Adelheid! Adelheid! Wir wollen frühstücken! Adelheid! Sebastian! Dete! Fräulein? Fräulein? Habt ihr Adelheid gesehen? Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Sie ist mir heute noch nicht begegnet, Fräulein. Dann sucht sie bitte. Heidi? 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 Was? Bitte lass den Brief da liegen, Clara. Er ist für deinen Vater. Also, eigentlich, Fräulein, ist er für mich. Und die Schrift sieht aus wie Heidis. Liebe Clara, das ist alles meine Schuld. Ich möchte nicht, dass Fräulein Rottenmeier geht. Denn sie gehört zu dir. Deshalb fahre ich in meine geliebten Berge zurück. Du kannst mich dort immer besuchen kommen. Ich werde dich vermissen. Deine Freundin Heidi. Wie kommt sie auf so eine Idee? Sie haben uns gestern gesagt, wenn Heidi nicht hier wäre, würden sie mich nicht allein lassen. Wir müssen sie finden. Sie kann doch nicht einfach weglaufen. Sie wird schon am Bahnhof sein, um den Zug nach Dörfli zu nehmen. Reisende nach Mainfeld, Spiegelheim und Dörfli, bitte alle einsteigen. Der Zug nach Mainfeld, Spiegelheim und Dörfli wird in wenigen Minuten abfahren. Hey, kleines Fräulein, wir kennen uns doch. Was machst du denn hier? Willst du zurück ins Dörfli? Ja, Herr Schaffner. Und wo ist deine Tante? Du bist doch wohl nicht allein unterwegs. Hast du überhaupt eine Fahrkarte? Mm-mm. Weiß deine Tante, dass du mit dem Zug fahren willst? Verzeihen Sie bitte. Ja, gnädige Frau? In welchem Teil des Zuges befindet sich der erste Klassewaggon? Hey, warte! Was machst du denn hier? Und warum hast du deinen Koffer dabei? Stimmt was nicht? Ich brauche deine Hilfe, Rudi. Ich will nach Hause fahren. Letzter Aufruf nach Mainfeld, Spiegelheim und Dörfli. Achtung an der Bahnsteigkante! Heidi! 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 Warten Sie! Bitte halten Sie den Zug an! Anhalten! Fräulein, was ist passiert? Haben Sie meine Nichte gesehen? Heidi, Sie wissen doch noch, das kleine Mädchen mit der Puppe. Ja, aber sicher. Ich erinnere mich noch gut. Und sie war vorhin hier. Sitzt sie in diesem Zug? Sie ist einfach davongelaufen. So etwas habe ich mir fast gedacht. Sie war zwar hier, ist aber nicht eingestiegen. Als ich sie gefragt habe, ob sie eine Fahrkarte hat, rannte sie weg. Ich konnte sie nicht aufhalten. Wissen Sie vielleicht, in welche Richtung sie gelaufen ist? Nachdem sie den Bahnsteig verlassen hatte, dort entlang. Ich danke Ihnen. Schon gut. Im Zug ist sie nicht. Der Schaffner hat sie aus dem Bahnhof rennen sehen. Dann muss sie irgendwo in der Stadt sein. Vermutlich, ja. Oh, ich hoffe nur, ihr passiert nichts. Ich gehe schnell ins Haus zurück, falls sie dort wieder auftaucht. Und ihr sucht in der Stadt nach ihr. Wenn du Drehorgel spielst und ich wie beim letzten Mal dazu singe, hätte ich in ein paar Tagen das Geld für die Fahrkarte zusammen. Na klar, warum nicht? Aber wo willst du so lange bleiben? Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht könnte ich bei dir wohnen. Bist du dir sicher, dass du nicht mehr zurück willst? Clara möchte nicht, dass Fräulein Rottenmeier weggeht. Und ich vermisse die Berge. So ist das für alle das Beste. Also, kann ich bei dir wohnen? Mhm. Abgemacht, Heidi. Hier,
sie mal. Genau wie auf dem Bild. Meinst du nicht auch? Wo könnte sie nur sein? Da vorne! Heidi! Oh, Verzeihung, ich dachte, du wärst meine Nichte. Mutter! Oh, wir werden sie niemals finden und sie ist ganz allein. Frankfurt ist viel zu groß. Heidi ist sehr einfallsreich, Dete. Wir finden sie schon. Und ihr wird bestimmt nichts passieren. Aber natürlich, der Glockenturm. Dort ist sie doch schon mal gewesen und hat Rudi kennengelernt. Vielleicht bittet sie ihn um Hilfe. Gut, sehen wir nach. Stille hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich wiederkomm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Entzückend. Sehr schön. Heidi, ich war so besorgt um dich. Es tut mir leid, Tante Dete. Was hast du denn nur dabei gedacht, Adelheid? Dich einfach aus dem Haus zu schleichen? Ich dachte, es wäre für alle das Beste. Clara braucht sie doch so sehr, Fräulein Rottenmeier. Und ich weiß, dass sie nur meinetwegen weggehen wollen. Oh, so ein Unsinn. Ich habe euch doch erklärt, dass ich das neue Angebot kaum ausschlagen kann. Du bist nicht der Grund für meinen Abschied. Bitte bleiben Sie. Clara will nicht, dass Sie gehen. Und ich will es auch nicht. Und wie soll ich denn jemals eine junge Dame werden, wenn Sie nicht mehr da sind? Heidi hat recht, Fräulein Rottenmeier. Wir können nicht auf Sie verzichten. Du kommst inzwischen gut ohne mich zurecht, Clara. Ein anderes kleines Mädchen nicht. Aber ich brauche Sie, Fräulein, wirklich. Sie waren wie eine Mutter für mich seit... Bitte, Sie dürfen uns nicht verlassen. Das geht nicht. Ich will nicht nochmal eine Mutter verlieren. Das halte ich nicht aus. Oh, Clara, Liebes. Ich weiß, Sie haben es nicht leicht, seit Heidi bei uns wohnt. Aber auch wenn sie jetzt meine beste Freundin ist, ohne sie geht es nicht. Ich würde es nicht verkraften, wenn sie nicht mehr da wären. Entschuldige, Heidi. Fräulein, können Sie wirklich nicht bleiben? Vielleicht gibt es ja noch eine andere Erzieherin, die auf dieses kleine Mädchen in Köln aufpassen könnte. Ich muss darüber nachdenken. Aber das hier ist sicher nicht der richtige Ort dafür. Gehen wir erst einmal nach Hause, einverstanden? Mhm. Der hier gehört Ihnen. Aber Sie schicken ihn hoffentlich nicht ab. Danke, Rudi. Ich glaube, jetzt wird alles wieder gut. Oh. Das freut mich für dich. Ich verspreche Ihnen, dass ich keinen Ärger mehr mache, Fräulein. Meine Lieben, nach reiflicher Überlegung habe ich meine Entscheidung getroffen. Heißt das, Sie bleiben bei uns? Tja, ich vermute mal, es wäre schwierig geworden, einen geeigneten Ersatz für mich zu finden. Aber was ist mit Ihrer Schwester? Ich bin sicher, sie versteht es. Sie weiß doch, wie sehr mein Herz an dir und diesem Haus hängt. Mehr, Fräulein. Ich schwöre es. Nun, ich denke, ich kann euch durchaus erlauben, von Zeit zu Zeit ein bisschen zu schaukeln oder einmal in der Woche in den Park zu gehen. Wirklich? Unter meiner strengen Aufsicht, versteht sich. Und nur, wenn ihr versprecht, euch nicht von oben bis unten schmutzig zu machen.
Wie schön, Fräulein. Danke, dass Sie bleiben. Seid ihr für heute etwa schon fertig mit dem Klavierspielen?